Und was mir am Ende der letzten Folge und jetzt auch am Anfang dieser Folge wieder auffällt, und damit willkommen zurück zu Medieval, ist, dass der Himmel hier auch sehr freundlich, relativ freundlich geraten ist. So ein bisschen entweder Morgenstimmung oder Abenddämmerung. Ich bin eher dafür, dass es Morgenstimmung ist, weil es ein bisschen optimistischer klingt. So. Ich würde sagen, wir rufen mal König Peregrin. Zumindest versuchen wir das. Mit seiner Krone. Schauen wir mal. Sir Fortescue, mein edelster Ritter, mein mutigster Krieger. Och, in dieser dunklen Stunde liegt das Schicksal des Reiches erneut in euren Händen. Mein Gott, Fortescue, was ist mit eurem Kinn? Pech gehabt. Seht, Zaroks Schattendämonen haben sich da unten versteckt und brechen zum Sturm auf Gelomir auf. Wenn wir seine Pläne durchkreuzen wollen, müssen wir das Schloss über ihnen umstürzen und die Schleusentore für die Lava öffnen. Ich kann euch den Hebel für das Tor zeigen, aber nur ihr könnt ihn ziehen. Oh, Daniel. Natürlich ist das sehr gefährlich, selbst für einen Toten. Und wenn dieser Teufel sieht, was ihr getan habt, wird er euch in der Hölle schmoren sehen wollen. Aber einen wie euch schreckt das doch nicht ab, Fortescue, oder? Schön. Viel Glück, alter Freund. Wie geil er auch einfach ist, so... Fortescue, was ist mit eurem Kinn? Aber, dass ihr ausseht wie... wie ein Fasching verkleidet, wie ein Drache, das fällt mir nicht auf. Ihr saht früher anders aus. Was hat es damit auf sich? Und warum ist dieses Drachenkostüm so grünlich geraten? Man weiß es nicht. So, und wir müssen hier... übrigens gleich schnell sein. Wir müssen links oben diesen Steinkoloss, davon gibt es glaube ich zwei, in die Flammen hier schieben. Und ich glaube, wenn wir den Schalter links betätigt haben, startet eine Zeit. Und hab mal eben einen Safe State gemacht. Vorsichtshalber, heißt ja nicht, dass ich ihn benutze. Aber falls das nicht klappt, dann weiß ich, wie es geht. Ja, jedenfalls, die müssen wir da reinschubsen und da müssen wir noch ein paar Sachen erledigen. Wir müssen unter anderem das Öl anzünden, das heiße Öl, von dem wir schon gelesen haben. Aber schauen wir erstmal. Ich frage mich gerade, was hier gut ist. Ob das Feuer gut ist oder eher nicht so. Ich versuche es erstmal mit dem Feuer. Oder auch nicht. Ah, sieh mal einer an. Die Lava strömt, Verdammt. Das Schloss wird fallen. Ihr habt mich Ja. Ich würde gerade die Waffe gerne wechseln, aber ich darf nicht. Ah. Oh. Durch. Ich brauche ja auch noch was für den Seelenkelch, verdammt. Nein!
So, und ich glaube... Perfekt. Das soll's gewesen sein. Oh, Leute. Das war ganz gut. Und ich wusste echt noch, wo ich hingehen musste. Zum Kelch. Okay, von dir kriegen wir noch was. Ist hier noch irgendeine Alternative? Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man manchmal eine Alternative hat, aber es kam mir einmal so vor. Aber das war, glaube ich, da, wo ich dann den Kelch vom vorgescheuchten Feld noch nicht hatte. Deswegen wahrscheinlich. Waren zwei offen. Hallihallo. Ich habe ein kleines Geschenk für euch. Schließt das Auge und streckt die Hände aus. Ja, dankeschön. Nicht nett. Nicht. Nicht schlecht, wollte ich sagen. Nicht nett ist auch geil. Oh Mann. Nicht nett. So, ich glaube, gerade überlegen, mache ich ein Level noch oder mache ich das Level jetzt heute nicht mehr? Ich mache das Level heute noch. Und in der nächsten, das wird aber dann das letzte für diese Session sein. Und ich glaube, in der nächsten Session kann es gut, ja, obwohl, kann es eventuell sein, dass wir dann den Endkampf bestreiten, das Ende. Denn viel kommt eigentlich nicht mehr. Also an größeren Leveln, das hier noch und noch ein anderes fällt mir ein, aber an, da kommen halt noch andere Bereiche, aber das sind keine größeren Level eigentlich, in dem Sinne, wie wir es bisher kannten. Schauen wir mal. Ich möchte einfach mal eben auch gucken, dass ich hier auch überall was geholt habe. Nicht, dass ich irgendwas zwischendurch vergessen habe, was den Kelch angeht oder so, aber das sieht gut aus. Alles gemacht, ne? Ich glaube, ich werde das am Ende auch machen, wie Tsuktsui das gemacht hat. Der ist nämlich, nachdem er das Spiel beendet hatte, hier nochmal in diesen Bildschirm, in dieses Menü gegangen und hat dann zu jedem Level nochmal kurz was gesagt, wie wir uns da geschlagen haben und so. So klar, quasi als kleinen Rückblick. Das fand ich eine schöne Idee und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das auch mache, wenn ich dran denke. So. Und jetzt machen wir noch das Geisterschiff und dann mache ich für heute auch erstmal wieder Schluss mit lustig. Übrigens habe ich mich auch schon doch ziemlich entschieden dafür, was ich als nächstes nach Medieval Let's Play. Es wird wieder ein PlayStation 1 Spiel. Ich wurde auch schon mal danach gefragt, ob ich davon ein Let's Play machen kann. Und nein, es ist nicht Spyro 3. Nein, noch nicht. aber es hat schon auch was... Ja... Alles, was ich jetzt sage, wäre ein Tipp zu viel. Wie soll ich das sagen? Aber es ist schon ein globales Spiel, kann man schon sagen. Also multikulturell, könnte man vielleicht behaupten. Jedenfalls... zum Geisterschiff. Okay.
Ja, auch kein ungefährliches Level, auch wenn es vielleicht nicht so aussehen mag, aber... Ja. Hier übrigens ein Prinzip, was auch im zweiten Teil, ich glaube, noch häufiger aufgegriffen wird als in diesem Spiel. Es gibt sogenannte Mentoren, nenne ich sie mal, sogenannte Schamanen. Und es gibt halt diese normalen Skelettkrieger. Und wenn wir müssen immer... Captain, wir haben einen blinden Passagier. Ich habe den Männern gesagt, sie sollen die Decks absuchen. Gut, schnappt euch den Buben und lasst ihn an der Ra baumeln. Muss das denn wirklich sein? Können wir ihm nicht einen Rüffel verpassen und ihn am nächsten Hafen absetzen? Mann! Jeder auf dem Schiff würde doch seine eigene Großmutter verkaufen! Nichts da mit einem Rüffel! Ha, bringt mir diese Landratte, damit ich sie mir ordentlich vornehme! Mhm. Was ich sagen wollte... Hier gibt's so Schamanen und die befehligen quasi die Skelette um die herum und wenn wir die Schamanen töten, sterben die Skelette auch gleich mit. Das heißt, wir sollten uns gar nicht erst lange mit den einzelnen Skeletten aufhalten, sondern direkt zu den Schamanen gehen. Und auf sie losgehen vor allem. Der Großteil der Besatzung scheint von wenigen Offizieren befehligt zu werden, ohne die wären sie völlig kopflos. Und das ist die Kurzform von dem, was ich gerade gesagt hat. Aber ich glaube... Wo ist denn der? Da ist der. Der Oberst. Sehr schön. Na? Ich würde gerne mal auf die... das Schiff entlang gucken, aber so weit können wir, glaube ich, hier nicht gucken. Nee. Hab ich gar kein Schild ausgerüstet. Wie kommt denn das? Ach, ich hatte vorhin ja einmal kurz den Arm wieder ausgerüstet. Da hat mich übrigens, ich glaube, der Viper-Fan irgendwas drauf aufmerksam gemacht. Das hatte ich nämlich vorher auch schon mal im Kürbisfeld, glaube ich, in der Kürbisschlucht. Oder bei König Kürbis war das, glaube ich, kurz davor. Da hatte ich nämlich auch einmal den Arm ausgewählt, weil ich da irgendwie was verbraucht hatte. Oder irgendwas ausprobiert hatte. Und dadurch hatte ich das Schild nicht mehr ausgerüstet. Und ich dachte erst, es hätte am Hexentalisman gelegen. Schluss mit lustig. Ich glaube, eine Folge oder vielleicht zwei machen wir noch. Wobei die zweite dann vielleicht ein bisschen kürzer ist, je nachdem, wie schnell wir dieses Level beenden. Tschüss.